Willkommen zurück. Wir haben hier den netten Herrn Voger und er will doch tatsächlich für Informationen Geld haben. Wie könnt ihr mir Geld für Informationen verlangen, nachdem ich euch das Leben gerettet habe? Wisst ihr, sobald wir fertig sind, setze ich mich nach Süden ab, in den zivilisierten Gegenden. Aber dort werde ich etwas Gold brauchen, so also 500 oder ich erfahre nichts von, oder ihr erfahrt nichts von mir. So viel habe ich nicht. Wisst ihr was? Ich glaube, ihr lügt mich an. Und Lügen macht mich wütend. 500 Gold. Oder meine Lippen bleiben verschlossen. Vielleicht soll ich euch die Zunge abschneiden. Ihr scheint ja keine Verwendung für sie zu haben. Hey. Ganz ruhig. Ich muss das doch wenigstens versuchen, oder? Ich rede ja. Tut nur nichts, was mir später leid tun wird. Worüber wollt ihr noch gleich was erfahren? Erzähl mir, was klaut. Siehst du, geh doch. Erstmal ein bisschen mit der Faust drohen und dann passt schon. Cloud ist ein uralter roter Drache, der unter dem Höhlenkomplex lebt. König Skrog. Und seine Riesen dienen Cloud. Es ist beinahe so, als würden sie ihn als eine Art Gott verehren. Aber Cloud ist alt, selbst für einen Drachen, und seine Tage sind gezählt. Deshalb hat er auch seine Riesen ausgeschickt, Dracheneier zu stehlen. Er verwendet sie bei seinen bizarren Experimenten in den unteren Stockwerken. Erzähl mir darüber. Cloud hat einige Yanti-Magier angeheuert. Diese verdammten Formwandler haben es mit ihrer Magie erreicht, ein Drachenei in wenigen Monaten ausbrüten zu lassen und den Drachen dann auswachsen. Aus. Den Drachen dann ausgewachsen. Ach, er wurde erwachsen. Normalerweise dauert so etwas Jahrhunderte. Für einen Drachen? Ne. Ich weiß nicht, warum sie das tun, aber die Drachen verschwinden meist kurz, nachdem sie ausgewachsen sind. Ich wette, Cloud will mit ihrer Hilfe seine Jugend zurückgewinnen. Er ist nämlich sehr alt. Selbst für einen Drachen. Wisst ihr noch was? Cloud, die Experimente in den unteren Stockwerken. Ich glaube, ich habe mich recht gut angestellt, wenn man bedenkt, dass ich die ganze Zeit ein Gefangener war. Ich gehe dann. Dann geht mal. Viel Glück. Ich hoffe, ihr werdet Skrock los. Würde mich echt freuen. Ich jedenfalls mache mich vom Acker. Der Typ war gut, der hat einen geilen Akzent gehabt. So, wir haben ihn unter Androhung von Gewalt die Information entlocken können. Und ich denke mal, wir werden. Wir werden mal in den Norden reinschauen. Dafür raste ich mal. Denn ich will nicht ohne Buffs und ohne Zauber irgendwo hineinrennen. Das wäre, glaube ich, nicht so gut. Das wäre vielleicht nicht so gut, ne? Dalen, roter Tiger. Mist, nein. Das reicht schon. Feuerriesen-Lagerstätte. Gut. Kriege natürlich immer noch diese Rüstung. Das Gebiet ist ganz schön groß, seht ihr auch? Links auf der Karte. Das wird noch eine Weile dauern. So, weiter geht's. Erstmal nach links. Ich werde tun, was ihr wünscht. Dalen. Es ist vollbracht.
So, irgendwelche Tränke wieder mal. Wieder mal. Gehen wir auf die andere Seite, da ist auch noch ein bisschen was. Fass zumindest. Ein Fassbinder oder ein... Oder etwas, was den fast den Boden ausschlägt. Alter, Daedon. Das ist ja der Wahnsinn. Daedon greift Duerga an. Hat er einen angegriffen, macht... Ich glaube, da war noch ein Hinterhältiger mit drin, aber der hat zwei Angriffe hintereinander gemacht. Getroffen. 6 Feuerschaden, 18 körperlichen Schaden, dann drauf 9 Feuerschaden und nochmal 12. Der Feuerschaden macht sich wirklich bezahlt und hier unten... Crit. 9 Feuer und 46 Körperschaden. Das ist schon der Wahnsinn. So. Gut. Truhe. Man hat sie mit Fallen versehen. Goldschwert plus 2. Schön. Also Geld. Irgendwelche Maschinen hier. Ich werde tun, was ihr wünscht. Es ist vollbracht. Gut, wir brauchen Tommy nicht. Wir nehmen Daedon, der haut alles sowieso kurz und klein. Da ist eine Truhe. Quatsch, da ist ein Durchgang nach oben. Ich werde tun, was ihr wünscht. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Gut. Ach, wir nehmen diesen kleinen Durchgang hier oben. Bietet sich gerade so an. Ein Troll. Oh, jetzt geht das schon wieder los. Das haben wir übrigens gesehen. Das geht gleich los mit Schlachtenglück. Boah, 25? Daedon, du stirbst gerade. Das ist nicht gut. Notfallplaner initiieren. Daedon. Heilen. Du Arsch! Alter, wie können die so stark sein, diese Wichser? Oh, ich habe gerade die Aufnahme versehentlich unterbrochen. Ach, warum muss das auch F6 sein hier oben? Fick dich, du Scheißspiel. Fick dich. Warum macht er immer so 20 Schaden? Der macht nichts. Steht da mit dem Rücken zu ihm, der macht hinterhältige Angriffe. Bam, bam, bam. Das fängt ja gut an, ey. Bin begeistert. Gebet. Schlachtenglück. Komm, ich so auf meinen Beistand. Kommt mit, Leute. Dunkelheit. Dunkelheit.
Ja, stell dich ruhig da drin. Noch mal nach hier. Los! Was soll denn das? Warum macht er denn nicht? Du sollst das schon machen. Alter, warum haut er so fest auf Dalen ein? Alter, das tut ja richtig weh. Warte mal. Kritische Wunden rein auf Dalen. Achso. Boah. Jo, in der nächsten Folge geht's weiter.